Anakin Skywalker, aka Darth Vader, ist wahrscheinlich einer der tragischsten, wenn nicht die tragischste Star Wars Geschichte, die wir überhaupt jemals erzählt bekommen haben. The Chosen One, der Auserwählte, welcher als Hoffnungsschimmer für die Galaxis galt und der dunklen Seite verfiel, sich aber bis zum letzten Atemzug einen Teil der hellen Seite der Macht zugewandt hatte. Ich werde euch heute eine unglaublich interessante Geschichte erzählen. Von Padmes Tod, von Anakin Skywalkers Zweifeln und Darth Vaders Entschlossenheit. Das alles jetzt im Video. Und damit auch, hello there, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Buddy. Heute möchten wir uns einem sehr interessanten Thema widmen, nämlich Darth Vader und Padme nach Padmes Tod. Wie war das eigentlich für Anakin Skywalker, die Liebe seines Lebens zu verlieren, die Mutter seiner Kinder? Und wie war das eigentlich für diesen Anakin Skywalker, aka Darth Vader, mit der dunklen als auch der hellen Seite genau deswegen dauerhaft im Clinch zu liegen? Wie hat Vader sich versucht, weiterzuhelfen, um dieser Geschichte von Padmes Tod auf den Grund zu gehen? In diesem Kurzfilm, den ich euch jetzt zeigen möchte, der nur 3 Minuten lang ist, ist es ziemlich deutlich und fantastisch dargestellt. Und danach werden wir genau darüber noch einmal reden, wie die Kanon-Variante davon aussieht. Viel Spaß. Wollen wir also in besagten Kurzfilm reinschauen. Vader, Fallen Angel. A Star Wars Short. Ich versuche euch so viel Stimmung wie möglich zu lassen, werde aber auch einige Anmerkungen machen. Und das ist, wie man sehen kann, Naboo an einem ganz bestimmten Ort. An einem ganz bestimmten Grab. Und es ist unglaublich, wie Padmes Theme und Vaders Theme da so vermischt werden. Hier mit dem Licht gespielt wird. Amidala, also diese Bildsprache ist halt da. Man merkt so richtig, dass er sich da durchaus bewusst darüber ist, was da eigentlich in der Vergangenheit passiert ist. Und hier sehen wir einen noch relativ jungen Vader. Ohne seinen Helm, was ihm ja eigentlich echt Schmerzen machen sollte. Und diesen emotionalen Schmerz, den er hat. Rebellen, die ihn natürlich aufhalten wollen, weil sie davon mitbekommen haben. This is the moment you know you are fucked. Du bist so richtig am Arsch. Keine Gnade. Und selbst jetzt ist die Musik von Vader mit der von Padme gemischt, aber ganz anders. Und jetzt gucken wir auf den Rebellen. Was er bemerkt. Anakin Skywalker. Grandioser Kurzfilm. Und jetzt lasst uns über diese Geschichte noch einmal im Detail reden, denn so ist sie im Kanon zwar nicht ganz, aber ähnlich vorgekommen. Darth Vader, beziehungsweise eher Anakin Skywalker oder der Teil, der noch übrig war, hat nämlich lange Zeit versucht, noch herauszufinden, was denn eigentlich mit Padme an ihrem Todestag oder während ihres Todes und kurz davor passiert
ist und warum sie denn verstorben sei. Und dementsprechend gibt es auch einen Kanon-Comic, in denen Vader Naboo besucht und vor allen Dingen Sabé, also dem ehemaligen Double von Padme, immer wieder auf den Leim geht und sie auch versucht, danach auszuquetschen, was denn eigentlich damals passiert sei. Das endet dann aber nicht in dem Überfall der Rebellen, wie wir ihn gerade gesehen haben, aber auch in einem Kampf zwischen Rebellen bzw. Sabé als auch Helferinnen, die Padmes Grab irgendwo beschützen möchten, damit dieses nicht von Vader entweiht wird. Dem Geheimnis von Padmes Tod kommt Vader dadurch kaum näher, aber seiner menschlichen Seite oder eher dem, was davon übrig ist. Für mich hat dieser Kurzfilm insbesondere gezeigt, dass Vader nie vollständig der dunklen Seite verfallen ist, sondern dass dieser kleine Teil von Anakin Skywalker bis zum Schluss auch dafür verantwortlich war, dass Luke ihn irgendwo auch umkehren konnte. Und während der ganzen imperialen Herrschaft war im Endeffekt der größte Feind Vaders er selber und niemand anders. Er selber und sein Versuch, sich innerlich doch davon loszureißen, was von ihm damals übrig geblieben ist. Und das ist ihm, wie wir wissen, Gott sei Dank, nie komplett geschehen. Sodass er und die dunkle Seite nie komplett eins wurden. Er ist und bleibt halt The Chosen One. Und das zeigt uns dieser Kurzfilm, auch wenn die Handlung etwas anders ist als im Kanon, wirklich, wirklich gut. Und jetzt ist eure Meinung da draußen gefragt. Wie fandet ihr den Kurzfilm? Das Original habe ich euch natürlich wie immer unten verlinkt. Sollte euch dieses Video hier dann gefallen haben, dann wünsche ich mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr mir zeigt, ihr wollt mehr von so einer Art Videos. In diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein und bis zum nächsten Mal, euer Buddy.